Die Wahl eines Berufes ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg in ein aktives gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben für jeden Jugendlichen. Um die richtige Wahl zu treffen, setzen sich Schülerinnen und Schüler in ihrer ganzen Schulzeit mit der Frage auseinander: Wo liegen meine Interessen und Stärken? Bereits im Kindergarten haben schon viele eine Vorstellung davon, was sie später einmal arbeiten möchten. Etjeplagmin, Führermasi und Erfinder und Polizist, Bauarbeiter oder Bauer, war auch noch cool. Ich möchte Chemielaborant werden, weil meine Mutter auch Chemielaborantin ist und sie bringt mir daheim Chemie bei. Und von daher habe ich auch den Einstieg in die Chemie. Ich möchte Balletttänzerin werden, weil Tanz schon sehr lang und ich habe sehr viel Freude am Tanzen. Ich will gerne Arzt werden. Mich hat der Beruf inspiriert und ich weiß, dass es etwas für mich ist. Ich will Tennisspielerin werden. Sport ist irgendwie ein Teil von mir. Ich würde gerne Zoologe oder Tierpfleger werden, weil ich würde mich gerne um Tiere kümmern. Die Berufswahl ist auf der Primarstufe schon Teil des Lehrplans. Und es wird vor allem dann wichtig, wenn wir auf einen Übertritt für die Sekundarschule zugehen. Unsere Aufgabe ist es, die Kinder auf ihrem Weg zu unterstützen. Auch wenn sie vielleicht noch keine konkrete Vorstellung haben oder keine konkreten Wünsche, schauen wir, was sind ihre Stärken, was sind ihre Möglichkeiten und Vorstellungen. Die Berufswahl ist ein Thema, das wir auch am Nationalen Zukunftstag thematisieren. Wir zeigen auf, was für verschiedene Wege es gibt. Und es wird auch thematisiert, wie das mit der Gender aussieht, was für Berufe eher Frauen oder Männer zugeordnet werden und woher das eigentlich kommt und wie man das durchbrechen könnte. Die Berufswahl soll unabhängig von Geschlechterstereotypen und sozialer Herkunft erfolgen und in erster Linie von Begabungen und Fähigkeiten ausgehen. In der Primarschule, Kindergarten- und Primarschulzeit ist es sehr wichtig, dass man einfach mal die Welt auftut den Kindern, dass man ihrem Alter und ihrer Stufe entsprechend eben aufzeigt, was ist ein Beruf und später auch oder im Verlauf der Zeit auch sieht, was passt zu mir, wo könnte ich hergehen, wo habe ich Stärken. Und das ist ein Auftrag auch, wo die Schule hat, wo die Lehrerin hat, mit den Kindern zusammen zu erarbeiten, wo könnte ich meinen Beruf allenfalls finden. Bei uns im Lehrplan ist es über Kompetenzen geregelt und dort geht es neben den fachlichen Kompetenzen wie im Deutsch oder in Mathe geht es auch um einen Haufen andere Kompetenzen. Soziale Kompetenzen oder zum Beispiel Kompetenzen, kann ich mit jemandem zusammenarbeiten? Was brauche ich für Voraussetzungen, damit ich mit jemandem zusammenarbeiten kann? Da sind ganz vielfältige Kompetenzen gefragt, die nachher dann später im Berufsleben wichtig sind. In der Sekundarschule gehört die berufliche Orientierung zu den Kernaufgaben. In allen drei Leistungszügen werden die Schülerinnen und Schüler von Lehr- und Fachpersonen aktiv dabei unterstützt, sich mit sich selbst und ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen. Die Jugendlichen werden ermutigt, für ihre Berufs- oder Schulwahl Verantwortung zu übernehmen. Um der Einschränkung durch geschlechtstypische Berufswahl entgegenzuwirken, sollen sich die Schülerinnen und Schüler auch mit ihnen unbekannten Berufen auseinandersetzen und so die ganze Breite von Berufsbildern und Ausbildungsmöglichkeiten kennenlernen. Die berufliche Orientierung in der Sekundarschule ist ein dreijähriger Prozess. Dabei erarbeiten die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen für die Wahl ihres zukünftigen Bildungs- und Berufsziels. Sie lernen ihre Interessen kennen und informieren sich selbstständig und mit Unterstützung der Schulen über Berufe und Ausbildungen. Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich auf die Anforderungen einer Berufslehre, einer weiterführenden Schule oder einer anderen Anschlusslösung vor. Ein wichtiger Teil ist die Organisation von Schnuppertagen oder die Teilnahme an Informationsveranstaltungen.
Schnupperlehrlinge, die müssen sich selber organisieren. Die müssen entweder anrufen oder müssen vorbeikommen und sich eigentlich bewerben oder vorstellen für die Schnupperlehre. Und vom Gewerbeverein her haben wir den Berufsinfo oben. Das ist aber in Zusammenarbeit mit der Schule, wo das stattfindet. Da geht es einfach darum, mal so ein bisschen den ersten Eindruck, so den ersten Kontakt von den Lernenden oder angehenden Lernenden mit einem Ausbilder oder so herzustellen. Unsere Arbeit bezieht sich ja in der zweiten Klasse vor allen Dingen auf, dass sich die Schüler besser kennenlernen, besser einschätzen können, ihre Neigungen, ihre Interessen kennenlernen. Es gibt dann eine Einführungslektion im Berufswahlatelier und danach in der Klassenwoche arbeiten wir erstmal mit den Schülerinnen und Schülern. Parallel dazu gibt es den ersten Elternabend in der zweiten Klasse, wo wir die Eltern darauf hinweisen, dass der Schwerpunkt jetzt die Berufswahl ist und dass wir da jetzt wirklich dran arbeiten müssen. Dann haben wir einen zweiten Elternabend, das ist eben das Spezielle in der zweiten Klasse, den führen wir im BITS durch. Das heißt, wir sind vor Ort im Berufsberatungszentrum und können dort die Eltern und die Schüler gemeinsam auf den Weg bringen. An der beruflichen Orientierung gefällt mir eigentlich am besten, dass man halt für sich selber schauen kann, was man in der Zukunft machen will. Mich interessiert jetzt die Zimmerin. Weil ich bin jetzt diesen Tag schnuppern, das hat mir ziemlich gut gefallen. Ich habe eine Schnuppele als Sanitär für 3 Tage und eine Schnuppele als Zimmermann 2 Tage. Das interessiert mich beides sehr und ich bin gespannt, weil ich noch nicht genau weiss, was auf mich zukommt. Pharmaassistentin ist der Beruf, der mich sehr interessiert, auch weil ich mit den Kunden gerne rede und auch sie berate. Ich persönlich habe jetzt eine neue Welt entdeckt, wo ich nie gedacht habe, dass das etwas für mich ist. Das ist so halt richtig Bau, so Zimmermann. Das interessiert mich eigentlich sehr, weil ich sehr gerne mit Holz arbeite. In Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen und den Lehrbetrieben organisieren die Sekundarschulen diverse Aktivitäten. Die Klassen besuchen zum Beispiel die Baselbieter Berufsschau oder die Erlebniswelt Thun Basel, wo Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren Naturwissenschaften hautnah erleben können. An der Thun Basel kann man tüfteln, experimentieren, staunen, entdecken. Das Ziel davon ist, dass man Naturwissenschaft und Technik oder eben die MINT-Bereich den jungen Menschen auf spielerische Art und Weise näher bringen kann. Die Baselbieter Berufsschau ist ausgerichtet auf die Schülerinnen und Schüler von der ganzen Nordwestschweiz. Es ist ein praxisorientierter Einblick in die Berufswelt. Also man lernt den Beruf wirklich häufig kennen. Die Stände werden ja betreut von Lernenden in Zusammenarbeit mit den Ausbildungsverantwortlichen, wo die Jugendlichen mit den Lernenden zusammen, also auf gleicher Augenhöhe, Fragen stellen können. Unser Ziel ist immer, alle Berufe, die in der Nordwestschweiz zur Ausbildung angeboten werden, dass wir die an der Berufsschau zeigen. Die Sekundarschule bietet für alle Schülerinnen, Schüler und Eltern verschiedene, aufeinander abgestimmte Beratungsangebote. Nebst dem Angebot, das jeweils für die ganze Klasse zur Verfügung steht, also wie zum Beispiel den Eltern oben, ist bei uns auch ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler individuell können unterstützt werden in ihrem Berufswahlprozess. Und da pflegen wir eine enge Zusammenarbeit mit dem BITS, mit dem Berufsinformationszentrum. Da finden auch 3-mal pro Semester Sprechstunden statt, wo sich Schülerinnen und Schüler können individuell anmelden für eine 20-25 Minuten Kurzberatung. Daneben haben wir das schulinterne Angebot von der Berufswegbereitung, wo wir eine BWB-Fachperson bei uns an der Schule haben, wo die Schülerinnen und Schüler begleitet, die vor allem sich ein bisschen schwerer tun, vielleicht als andere im Berufswahlprozess. Im 3. Jahr der Sekundarschule liegt der Fokus auf der Suche nach einer passenden Lehrstelle oder auf der Vorbereitung für weiterführende Schulen. Die Begleitung der Jugendlichen in der 3. Klasse sieht ganz unterschiedlich aus. Weil die einen die haben vielleicht ganz einen konkreten Berufswunsch, vielleicht schon seit dem Kindergarten einen Traumberuf oder sie haben in der 8. Klasse geschnuppert und wissen jetzt genau, das ist es, was ich werden will. Und die begleiten wir beim Suchen von einer Lehrstelle. Andere Schülerinnen die möchten vielleicht auch weiterführende Schule machen nach der 9. Klasse. Und da geht es wirklich darum, dass man die schulischen Leistungen erreichen kann. Klar, das fängt in der 7. schon an, wo wir ihnen Tipps und Strategien geben, aber es ist dann auch nochmal ein konkretes Anschaffen auf das Januarzeugnis. Im Sommer darf ich eine Lehre als Kauffrau in Basel beim Coop anfangen. Ich freue mich auf jeden Fall, in die verschiedenen Abteilungen hineinzuschauen, damit ich nicht immer so am gleichen Ort bin und die Berufswelt einsteigen, von der Schule ein bisschen weg.
Ich fange im August eine Lehre als Forstwart mit begleitender Berufsmatura an. Ich freue mich jetzt schon sehr darauf, kann ich dann endlich in die Berufswelt wechseln. In der zweiten Klasse bin ich an einem Zukunftstag bei der Novartis. Dort bin ich auf den Beruf Kauffrau EFZ gekommen. Und dann habe ich halt in der dritten Klasse, als Zeit geworden ist, Lehrstellen finden, bin ich mich dort als erstes bewerben und dann habe ich es auch gerade dort geschafft. Weitere Beratungsangebote wie ein Gespräch bei der Berufsberatung oder die Information über Brückenangebote helfen den Schülerinnen und Schülern dabei, ihren Weg zu finden. Wir beraten die Menschen zwischen 14 und 65, die Fragen haben im Hinblick auf ihre Berufswahl, Studienwahl oder ihre Laufbahn. Es ist völlig normal, dass Jugendliche hierher kommen und noch gar keine Ahnung haben oder sehr breit sind. Und dann ist es einfach unsere Aufgabe, ihnen so ein bisschen Material zu geben, das ihnen hilft, vielleicht zu kanalisieren. Und so, dass sie mit einem guten Gefühl nachher die ersten Schritte unternehmen können. Und auch die Eltern merken, sie sind auf dem Weg. Die Fachpersonen von der Berufswegbereitung begleiten, unterstützen und beraten an der Sekundarschule Jugendliche, wo der Einstieg in eine berufliche Grundausbildung gefährdet ist und eine weiterführende Schule keine Option darstellt. Das Zentrum für Berufsintegration unterstützt Jugendliche nach der Schule auf dem Weg in die Berufslehre und während der Berufslehre, wenn das notwendig ist und der Bedarf da ist für Jugendlichen. Der Berufsintegrationscoach der unterstützt die Jugendlichen in seinem Tempo, auf seinem Weg, dass er das Ziel Berufslehre kann erreichen. Brückenangebote sind gedacht für Schülerinnen und Schüler in der dritten Sek aus dem Leistungszug A und E, die nicht sicher sind, ob sie auf den Sommer werden eine Anschlusslösung finden. Wir prüfen jedes Dossier individuell. Wir schauen ganz fest darauf, wo steht der junge Mensch in seinem persönlichen Berufswahlprozess. Und entsprechend von seinen Angaben und entsprechend von der Rückmeldung von einer Fachperson, das ist meistens Klassenlehrperson, fällen wir dann den Zulassungsentscheid. 3 Jahre nach Abschluss der Sekundarschule befinden sich 58% der Lernenden in der beruflichen Grundbildung. 29% der Lernenden besuchen das Gymnasium und 9% der Lernenden die Fachmittelschule. 1% der Jugendlichen absolvieren eine Übergangsausbildung. 3% der Jugendlichen sind in keiner Ausbildung auf der Sekundarstufe 2. Das Ziel einer Abschlussquote von 95% auf der Sekundarstufe 2 wird im Kanton Basel-Landschaft mit 61% Abschlüssen der beruflichen Grundbildung und 31% Abschlüssen an allgemeinbildenden Schulen nahezu erreicht. Für das Erreichen oder gar Übertreffen des gesetzten Ziels sind weitere Anstrengungen nötig. In den vergangenen 10 Jahren sind die Maturitätsquoten leicht gestiegen. Am stärksten die Berufsmaturitätsquote mit rund 3 Prozentpunkten. Die Berufsfachschulen sind im Kanton Basel-Landschaft mit 6 Standorten vertreten. Die Fachmittelschulen werden an den Gymnasien geführt und können in Liestal, Muttenz, Münchenstein und Oberwil besucht werden. In der beruflichen Grundbildung können Jugendliche aus über 250 Berufen auswählen. Dabei gibt es 3 Ausbildungstypen. Die 3- bis 4-jährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ oder die 2-jährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest EBA. Die Berufsmaturität kann während oder nach der beruflichen Grundbildung erlangt werden. Als 3. Möglichkeit kann die schulische Grundbildung zum KV mit Berufsmaturität im Rahmen der Wirtschaftsmittelschule erfolgen. Nach dem Abschluss der beruflichen Grundbildung können befähigte Berufsleute eine höhere Berufsbildung absolvieren. Die höhere Berufsbildung erfolgt in Form von Berufsprüfungen und höheren Fachprüfungen sowie an höheren Fachschulen. Wer eine Berufsmaturität oder eine Fachmaturität erlangt hat, kann an einer Fachhochschule studieren. Absolventinnen und Absolventen einer gymnasialen Maturität können an einer Fachhochschule, einer Universität oder einer eidgenössisch-technischen Hochschule studieren. Im Kanton Basel-Landschaft machen mehr als 40% der jungen Erwachsenen von diesen weiterführenden Ausbildungsmöglichkeiten Gebrauch. Es ist von großer Bedeutung, dass alle jungen Menschen eine geeignete Berufswahl treffen
und so die vielseitigen fachlichen, praktischen und sozialen Anforderungen einer beruflichen Grundbildung, einer Fachmittelschule oder eines Gymnasiums meistern. Denn der Abschluss einer Ausbildung auf der Sekundarstufe 2 gilt für alle als zentrale Grundvoraussetzung für berufliche Tätigkeiten und weiterführende Ausbildungen. So steht der Weg für eine weiterführende Ausbildung in der höheren Berufsbildung und an Hochschulen offen. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie ist die berufliche Orientierung vollumfänglich gewährleistet. Die berufliche Orientierung und der Abschluss einer Ausbildung auf Sekundarstufe 2 bilden eine Grundlage für das lebenslange Lernen und eine erfüllende berufliche Zukunft.